Einen wunderschönen guten Tag. Der Cracky von Ravioli hier. Ich begrüße euch zu einer kleinen Fortsetzung mit dem Athlon 200 GE. Das Thema scheint ja doch einige Leute da draußen zu interessieren. Ja, was dieser Prozessor im Kasten hat oder halt auch nicht. Ich meine, ich habe mir das Ding jetzt schon eine Stunde lang mit euch gemeinsam angeschaut. Wir haben halt geguckt, was die integrierte Vega 3 zu bewerkstelligen weiß. Das war jetzt nicht so spieletauglich, sag ich einfach mal. Ich meine, klar, für genügsames Zeugs und so geht's alles irgendwo. Das ist natürlich positiv und es genießt die Treiberpflege, die es halt bei AMD gibt. Ja, auch AMD updatet seine Treiber und so zu Spiele-Releasen. Also, ne? Alles gut. Und man hat halt die netten Optionen wie FreeSync und so ein Kram. Aber generell ist das natürlich mit als Dual-Core, mit 4 Threads und dieser kleinen Grafik, die halt nur 192 Shader-Einheiten hat, ist das natürlich sehr, sehr schwach auf der Brust, was das Gaming angeht. Ich erwähne es bereits, es ist ein Dual-Core mit 4 Kernen. Ja, läuft dann auf 3,2 GHz. Also ein Dual-Core mit 4 Kernen, was ein Quatsch. Ein Dual-Core mit SMT, also Simultaneous Multithreading. Das heißt, er kann im Windows sich als 4 Kerne ausgeben und somit die Arbeit besser bewältigen. Das heißt, die einzelnen Kerne arbeiten dadurch effizienter, können mehr Aufgaben auf einmal bewältigen, einfach werden besser ausgelastet. Bei Intel ist es ein Hyperthreading. Das ermöglicht natürlich schon unter Umständen mehr, als man vielleicht vermuten mag. Ich möchte euch mal was zeigen, was ich hier vorbereitet habe, denn ich habe dem Ganzen eine Grafikkarte beiseite gestellt. Aktuell gibt es für knapp 170 Euro gibt es die MSI Radeon RX 570 mit 8 GB, diese Armor Edition, zu erwerben. Ich war sehr neugierig, habe mir die Karte gegönnt, um sie euch vorstellen zu können, um einfach herauszufinden, ob die denn was taugt. Weil 8 GB Bildspeicher, RX 570, ist im Prinzip eine 580er, 10% langsamer. Die hat ein paar weniger Shader-Einheiten. Der RAM taktet ein bisschen niedriger und der GPU-Takt ist ein bisschen niedriger. Dafür ist sie tendenziell etwas effizienter unterwegs. Ja, Polaris, also die volle DirectX 12 Kirmes ist mit am Start. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Full-HD-Karte, vor allem für 170 Euro. Und bitte, nur so pauschal, für 170 Euro kauft euch keine GTX 1050 Ti zum Zocken. Tut das nicht. Macht euch nicht unglücklich. Aber das, ich schweife ab. Ja, die Karte habe ich reingezimmert in das System, den Treiber installiert. Sie wird seitens natürlich des Prozessors nur mit 8 PCI Express Lanes befeuert, ist aber in der Regel eigentlich in der Leistungsregion sowieso. Das ist 1% Leistung, die man eventuell verliert im Bandbreitenlimit. Aber da kommt man wahrscheinlich eh nicht hin. Hier sind wir auf dem Desktop. Und ich habe nochmal die Option aufgemacht, damit ihr mir das auch glaubt, dass es der Athlon 200 GE ist. Und entsprechend sehen wir auch hier die PCI Express Bandbreite mit 8 Lanes. Der Prozessor selber stellt halt 16 zur Verfügung und der Rest ist dann halt für die Kirmes von wegen M2, NVMe-Laufwerke und so weiter und so weiter. Ein vollwertiger Ryzen, der bringt halt 24 Lanes mit. Das heißt, da sind dann diese 8 Lanes für 16 Lanes bei der Grafikkarte noch dabei. Wie oft ich jetzt schon Lanes gesagt habe, obwohl ich dieses Lane-Gequatsche eigentlich total Lane bin. RAM ist limitiert beim Athlon 200 GE auf maximal 2666 MHz. Das sind eine Effizienz, weil es ist ja DDR, Dual Data Rate, also doppelte Datenrate. Dual? Ne, Double Data Rate, nicht Dual. 1330 MHz oder 1333, da sind wir so ein paar Rundungsfehler drin. Das ist jetzt hier ein Kit von G-Skill, das Trident Z. Das ist eigentlich ein DDR4 3200 mit CL14. Also der hat sehr flotte Timings, ja. Diese CL-Werte, desto niedriger die sind, desto schneller kann der Speicher seine Pakete füllen und wieder ausschütten. Und da ich den aber nicht mit 3200 MHz laufen lassen kann, kann ich diesen Wert noch runterreißen. Und das habe ich dann hier in dem Fall auch gemacht, auf CL12. Das heißt, wir haben hier nahe dem Optimum für den Prozessor einen passenden Speicher dabei. Was eventuell noch ein bisschen besser wäre beim Speicher, wäre, wenn der in Dual-Rank-Organisation gemacht wäre, der RAM selber. Damit meine ich jetzt nicht Dual-Channel,
Es sind zwei Speichermodule drin, wie ihr seht, Slot 2 und Slot 4. Aber die Organisation auf dem Speicher selber, die gibt es auch nochmal in Dual-Ranked-Organisation. Das ist tendenziell, schmeckt das dem Ryzen nochmal besser. Beziehungsweise den Intels eigentlich auch. Die takten dann zwar in der Regel nicht so hoch, beziehungsweise die hochtaktenden sind schweineteuer. Ich habe jetzt aber leider kein Kit da, was vergleichbar wäre. Vielleicht komme ich darauf ja irgendwann nochmal zurück. Ich finde den Athlon 200G schon ein interessantes Spielzeug. Es kamen jetzt einige Vorschläge auch aus der Community von wegen, ja, Media Center, NAS, Files, also NAS, also als File-Server quasi, als Router zu benutzen, eventuell sogar als Client, den man an den Fernseher hängt, um damit einen Netzwerkstream von Steam zum Beispiel zu empfangen. Finde ich alles sehr interessante Einsatzbereiche, weil ich hatte ja hier mit zwei SSDs dran und Volllast auf beiden Sachen, also auf Grafik und Prozessor, hatte ich hier 60 Watt Verbrauch. Und das ist mit einem System Power 9 mit 400 Watt, also kein super effizientes Netzteil. Und das ist schon cool. Ich meine, gut, das Messgerät ist halt auch nur ein einfaches Messgerät, aber schon nett. Wir sehen die Grafikkarte. Hier, Radeon RX 570. Ja, also vertut euch nicht. Das ist eine Polaris, genau wie die 580. Sie hat noch ein paar weniger Shader-Einheiten. Und das tut bei AMD in der Regel nicht so weh, wie man es vielleicht meinen möchte. Ja, Core-Takt jetzt gerade 300 MHz, weil runtergetaktet, der geht auf 1268 hoch und der Speicher bei 1750. Den Speicher könnte man gefahrlos auf 2000 ziehen. So laufen die 580er auch. Darüber ist es schon wieder kriminell. Da kann es dann schnell zu Speicherfehlern kommen. Ich habe damit schon auch schon rum experimentiert, aber das möchte ich gerne in einem anderen Video detailliert behandeln. Was ich euch jetzt einmal zeigen wollte, ist hier Rise of the Tomb Raider nochmal. Da erinnern wir uns, da hatten wir einen 720p in Medium Settings. Ich habe das hier mal verglichen, das kann ich ja mal kurz aufrufen. Benchmarks. Rise of the Tomb Raider hier, DirectX 12, 720p, niedrig, Kantenglättung aus, VSync natürlich aus. Mit der APU haben wir genau 30 FPS geschafft, mit der RX 570 sind es 120 FPS. Das ist schon mal ganz cool. CSGO auf sehr niedrig, diese FPS-Benchmark-Map. Alles auf sehr niedrig, aber das Multicore-Rendering aktiviert in 1080p mit der APU 84 FPS, mit der RX 570 waren es 208 FPS. Das ist gar nicht schlecht für den integrierten Counter-Strike-Benchmark. Das so als Vergleich. Und Rise of the Tomb Raider jetzt aber maxed out, also mit maximalen Details, hier in dem Fall, wirklich sehr hoch und dann das anisotrope Filtering noch hochgezogen, Pure Hair noch auf sehr hoch gezogen. Das heißt, wir haben tendenziell sehr, sehr viel Last auf der Grafikkarte. Das Ganze in Full HD und wir blenden hier auch die relevanten Daten ein. Also auch die Temperatur ganz unten links von der Grafikkarte zum Beispiel. Wir sehen dort die Frame Times und halt auch die FPS selber. Und wir sehen halt auch, dass es nur 4 Prozessorkerne sind mit 3200 MHz. Ja, hüpfen einfach ins Spiel. Die Ladezeit kürze ich jetzt einmal mit dem Schnitt ab, weil das dauert halt bei so einem Dual-Core mit 4 Kernen doch ein bisschen länger. Aber wir sehen uns sofort wieder in-game und dann sehen wir, wie das läuft. Freunde der Nacht, wir sind in-game. Rise of the Tomb Raider, Full HD, maximale Details. FXA ist aus. Und wir haben eine nahezu voll ausgelastete Grafikkarte. Und eine natürlich auch sehr ordentlich ausgelastete CPU. Es ist ja nur ein Dual-Core mit 4 Threads. Dies, was wir hier gerade sehen, hat mich schon ein bisschen sehr überrascht. Es läuft im Prinzip so, wie die Grafikkarte es liefern kann. Also, wenn ich natürlich die Details reduzieren würde, um mehr FPS zu erlangen, wäre irgendwann der Prozessor komplett bei 100% und es wäre Game Over, wäre vorbei. Eine Sache, die ich anmerken muss, ist allerdings, die Grafikkarten, die hinterlegen so Daten, den sogenannten Shader, diesen Shader-Cache. Der wird halt auf die Festplatte geschrieben in so bestimmte Dateien und so und dann kann sich die Grafikkarte dann dran bedienen, wenn sie das einmal gemacht hat. Den Shader-Cache füllen, das führt allerdings zu massiven Stockern. Da bleibt das kurz stehen, es bleibt wirklich komplett stehen, das Spiel, und dann läuft es weiter. Wenn dieser Shader-Cache aber einmal geschrieben ist, sprich du einmal mit der Kalaschnikow geschossen hast,
ja, dann hast du gewonnen und das Ganze läuft schön rund, ohne diese Nachladeruckler. Ich dachte eigentlich, es wäre dann permanent mit diesen Nachladerucklern, aber als ich dann nochmal gestartet habe, das hier ist übrigens eine recht anspruchsvolle Stelle, wir gehen da auch auf 45 FPS runter, das liegt aber an der Grafikkarte, die ist dann doch der limitierende Faktor hier für maximalste Details in Full HD. Das hat mich schwer überrascht. Reisen mal kurz an den Ort, wo es gerade weitergeht. Gehen wir hier rüber zum Turmhof. Oder wir gehen mal ins geothermale Tal. Ich will hier niemanden ärgern, aber da bin ich schon so oft durchgelaufen. Da kann ich mir, glaube ich, ganz guten Reim drauf machen. Ist das das? Ich glaube schon. Basislager, Ruinenlager. Wir gehen mal zum geothermalen Tal. Das hat mich sehr positiv überrascht, wie gut das läuft. Das ist aber auch der wirklich exzellenten Direct 3D12 Programmierung des Spiels zu verdanken. Das heißt, der Prozessor wird maximal rausgenommen. Das Spiel ist maximal nah an der Grafikkarte programmiert. Das heißt, die Arbeit, die der Prozessor hat, um die Grafikkarte zu füttern, ist halt wesentlich geringer. DirectX 12 bei Rise of the Tomb Raider mit AMD-Grafikkarten immer. Immer nutzen. Bei den Nvidia sieht es ein bisschen anders aus. Da läuft das nicht so gut. Zumindest im Fall von Rise of the Tomb Raider. Ich glaube, bei Shadow of the Tomb Raider sieht es ein bisschen anders aus. Das habe ich jetzt aber hier noch nicht drauf. Man möchte sich ja auch noch was für die Zukunft aufbewahren. So, das geothermale Tal. Es ist zwar mittlerweile auch schon düster geworden. Ich meine, jetzt gibt es hier sicherlich den ein oder anderen Shader, den wir noch nicht gesehen haben. Weil es hier diesen Wasserfall gibt und so. Und dann kann ich euch das vielleicht auch demonstrieren, was ich mit diesen Stockern meine. Wir sehen, die CPU ist jetzt gut bei 100%, weil sie gut mit Streaming zu tun hat. Und das sind halt auch so die Limits, auf die man dann natürlich stößt. Ich will jetzt keinem anraten, hey yo, kauf dir bitte für 55 Euro hier die APU und dann holst du dir die Sonderangebot RX570 dabei und dann bist du good to go für Assassin's Creed Odyssey. Das bist du bestimmt nicht, weil das Spiel wahrscheinlich gar nicht startet. Das ist wiederum ein ganz anderes Kaliber, was die Multithreading-Geschichte angeht und die Optimierung. Aber ich finde das für Rise of the Tomb Raider schwer beeindruckend und spricht mal wieder dafür, wie toll die PC-Umsetzung technisch einfach auch gelungen ist. Nach der Zeit. War ja nicht von vornherein so, aber nach der Zeit haben die wirklich sehr viel dort richtig gemacht. So, ein Seil, hoppala. Jodalei! Jupp. Ja, das läuft hier doch schon ziemlich gut. So, wir seilen uns hier nochmal ab. Grafikkarte ist ausgelastet, Prozessor ist ausgelastet. Dann haben wir hier maximale Auslastung. Fantastisch. Und hier. Zack, zack. Wir kommen das jetzt leider nicht hin, hier das zu provozieren, dass wir da mal so einen Durchhänger haben. Das ist schon faszinierend. Was halt natürlich der Faktor ist, wenn du die Grafikkarte so einsetzt, sprengst du natürlich den Stromverbrauch, ne? Hast du nicht mehr 60 Watt anliegen, sondern in so einem Fall genehmigt sich dann die Grafikkarte mal eben 150 Watt und mehr. Also wir sind dann jetzt eher in der Region um die 200 Watt unterwegs bei so einem Auslastungsszenario hier in Rise of the Tomb Raider. Muss natürlich angemerkt sein, ne? Aber es ist halt wirklich toll und überragend, wie gut das Spiel mit den vorhandenen Ressourcen umgehen kann. Das finde ich absolut faszinierend, weil tendenziell ist es so, wie ihr es jetzt hier seht, auf jeden Fall besser als auf einer normalen PlayStation 4. Eher sogar PlayStation Pro Niveau, PlayStation 4 Pro Niveau. Das ist schon extrem cool. Ich weiß, auf der Pro kann man es auch in 4K, also in Letter Checkerbox Rendering da zocken oder halt in 1080p bei 60 FPS und das schaffen wir hier fast. Nicht ganz, aber das ist schon lustig. Ah, da hat man es kurz gesehen. Da war jetzt kurz mal Frametime-Kirmes und er hat was nachgeladen. Das ist natürlich das Streaming, was hier fordert. Ich denke, so ein GTA 5 wird auch nicht gescheit laufen. Aber ich wollte das einfach auch nicht verbergen. Ich kann euch das ja spaßeshalber nochmal zeigen, wie das Ganze denn aussehen würde, wenn wir auf DirectX 11 umschwenken. Mit der gleichen Detailstufe, gleicher Auflösung. Das heißt, tendenziell, Grafikkarte packt das in dem Moment. Auch wenn vielleicht nicht ganz so schnell wie unter DirectX 12, weil das halt eher den AMDs liegt. Aber was mit dem Prozessor dann ist, das sehen wir sofort.
So, wir sind auf Direct 3D11 gewechselt. Das sehen wir auch oben links. Die 3D11 steht da. Gerade wird schön der RAM der Grafikkarte vollgeballert. Die hat ja leckere 8 GB am Start. Und wir sollten jetzt wieder im geothermalen Tal landen. Zumindest sollte sich das Spiel das gemerkt haben. Ich sehe jetzt aber gerade nur ein Standbild. Ich höre aber schon was. So. So läuft das Spiel in Direct 3D11. Mit der RX 570 und dem Athlon 200 GE. Wir sehen, dass die CPU, klar, sie war gerade eigentlich auch bei 100%, aber sie hat dann währenddessen wenigstens noch FPS-Raten in relativ konstanter Form ausgeben können, ausspucken können über die Grafikkarte. Und man sieht das hier, was die Frame-Time macht. Die ist total am Abdrehen. Hier ist jetzt eindeutig der Prozessor der Flaschenhals. Also man sieht auch, die Auslastung der Grafikkarte schwankt da immer so, wird teilweise mit 0% angegeben. 50%, 100% jetzt wieder, jetzt ist wieder ausgelastet und jetzt haben wir wieder einen groben Hänger. Unter Direct 3D11 ist natürlich auch der Fall, dass ein anderer Shader-Cache geschrieben wird. Das wird aber nicht viel besser. Und generell kann man so sagen, dass man eher so 15 bis 20 FPS weniger Performance in diesem Moment dann hat. Und darum wiederhole ich hier das gerne nochmal. Wenn ihr eine AMD-GPU-Grafikkarte bei euch drin habt und ihr wollt Rise of the Tomb Raider zocken oder auch Shadow of the Tomb Raider, greift auf jeden Fall auf den DirectX 12 Renderpfad zurück. Ich glaube, bei Shadow of the Tomb Raider hat man gar keine Wahl mehr, oder? Das muss einfach sein, weil es ist deutlich, deutlich besser optimiert. Seht ihr, jetzt geht's so einigermaßen. Man darf sich nur nicht zu schnell drehen. Dann eskaliert das alles wieder. Ja, das ist mal wieder ein schönes Beispiel von kleiner GPU mit relativ großer Grafikkarte. Ich meine, gut, die RX 570 ist jetzt keine Killerkarte, aber sie ist auch keine schlechte Karte für Full HD zocken. Nur halt hier DirectX 11. Ich meine, es stürzt nicht ganz ab, aber es läuft halt sehr unrund. Sehr, sehr unrund. Ich wollte mir gerne noch mal kurz Fortnite anschauen. Wirklich ganz kurz. Und dann wollte ich auch spaßeshalber noch mal in PUBG gucken. Und das machen wir jetzt. Er fuhr fort und kam nie weiter. Ist irgendwie ein Halloween-Event jetzt am Start. I don't know, ob das jetzt irgendwie vergleichbar ist. Aber ich gucke, dass ich diesmal solo draufgehe. Ich habe jetzt einfach mal das hohe Preset gewählt. Weil ich glaube, dass es von der Grafikseite aus passt. Es war ja letztes Mal schon der Eindruck da, dass auch die CPU irgendwo der limitierende Faktor ist. Das ist halt immer so, ja, am Stocken war, wenn man sich da mal so umgedreht hat und so ein Kram. We will see what's happening. Ich hoffe, ich suche jetzt tatsächlich Solo. I hope so. Fortnite-Albträume Solo. Sieht ganz gut aus. Sollte jetzt funktionieren. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, ich kenne das Spiel immer noch nicht. Don't wonder. Ich teste hier nur die Geschwindigkeit. Ja? An alle Hater da draußen. Du spielst so schlecht. Ich habe zwei Kinder, eine Frau. Say what? Und ich mache Hardware-Videos. Fucking Hardware-Videos. Das ist kein Pro-Showcase. Nein, ich reg mich nicht auf. Macht nur Spaß. Okay, gucken wir mal, was jetzt passiert. Lal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 a. Wenigstens starten diese Spiele schnell, wisst ihr? Und es ruckelt und zuckelt. Aber auch hier ist natürlich der Fall, Shader Cache ist noch nicht fertig. Das ist der Halloween-Bus! Sieht natürlich schon extrem fancy und cool aus. Einfach mal in Schwarz mit Pumpkins und schönen Kerzen obendrauf. Wir überfliegen mal so ein bisschen die Map, dann tut sich hier vielleicht auch was. Und da ist wieder so ein Meteorit abgestürzt oder was. Das sind ja immer diese Seasons bei dem Spiel hier. So ein bisschen was kriegt man ja mit aus der Ferne von diesem erfolgreichen Battle Royale Game. Ich bin halt nicht so der Third-Person-Fan. Auch wenn ich verstehen kann, dass es only Third-Person ist, wegen diesem Bauaspekt. Aber das ist so mein Hauptargument, warum ich dem Spiel bisher noch keine Chance gegeben habe. Gegen den Comic Look habe ich gar nicht mal was. Aber ja, so ist das. Jeder Jack ist anders. Auch wenn wir keinen Karneval haben, aber Halloween ist ja fast wie Karneval. Okay, irgendwie komme ich da bestimmt hoch, oder?
an die Klamotten ran. Im Zweifelsfall muss ich halt den Turm kaputt hauen. Ach, scheiße. Das ist ein bad idea. This can take forever. Ach, der kollabiert ja gar nicht. Ja, toll. Jetzt muss ich wahrscheinlich was bauen. Okay, warten Sie mal. Wir kriegen das irgendwie hin. So. Und jetzt? Eine Rampe wäre toll. Ich bin zu dumm, zum. F1. Ach, nee, Moment, F3. Das sieht doch aus wie eine Treppe. So, okay, dann bauen wir so. Und so. Und dann so. Ach toll, jetzt kommt eine Donation rein. Der Bär, sie streamt gerade. Und das kriege ich nicht einfach so ausgeblendet. Doch, kriege ich wohl. Ich hatte den Regler noch oben. Also don't wonder. Livestreams auf twitch.tv/ravioli. Bringt mich auch zum guten Thema. Ich habe ja im Testvideo, den benutzen wir gleich, weil der macht uns stark. Achso, linke Maustaste. Im Testvideo zum Athlon 200GE habe ich ja auch Distance gezockt. Dieses fesche Rennspiel. Und wer sich jetzt fragt, wie das läuft mit der RX 570, der kann sich auf unserem Ravioli Extras Kanal, ich hoffe, ich denke daran, es in die Videobeschreibung zu packen, den Link zu dem Video, eine komplette Zocknacht auf diesem System mit der RX 570 ansehen. Das Spiel läuft ziemlich gut auf maximierten Details in Full HD. Und das hier spuckt gerade auch 90 FPS aus, nachdem so ein bisschen Shader Cache Kirmes geschrieben wurde. Ich erfinde neue Wörter. Ich habe noch keine Waffe. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Man sieht aber auch gerade nicht so viel. Da müssen dann die hohen FPS natürlich auch nicht wundern. Da haben wir wieder so einen Stocken gehabt. Das kann sein, dass das Töfte läuft, wenn das mal alle Effekte gesehen hat. Man hat nur bei solchen Spielen halt einfach das Problem. Kann ich den nicht nochmal aufmachen? Doch. Man hat bei solchen Spielen das Problem, dass sie ständig geupdatet werden und dann denkt der Grafiktreiber wieder, hey, das Spiel kenne ich noch gar nicht. Und dann wird der Shader Cache neu geschrieben. Ich weiß nicht, wie, also so ist es bei PUBG zumindest. Ich weiß nicht, wie, ich meine, Epic hat das technisch, glaube ich, ein bisschen besser drauf, dass sie das mit den Updates besser pflegen. Eine Waffe! So, ich hole jetzt hier ein Dinner. Was für Geräusche? Was ist das? Zombie? Tatsache. Ein Zombie. What the hell? Ich hab mal geschossen in Fortnite. Juhu! Was ein Erfolgserlebnis. Der Mette ist übrigens unser Ravioli mit Raviolianer. Kann man zwei Waffen tragen? Yo. Oh oh, was ist das? Ist doch ein Zombie, gell? Ein ganz schön großer Zombie! Droppt dann sogar was. Das ist ja nett. Okay, das scheint ganz launisch zu sein. Der hat übrigens schon Dinner geholt in Fortnite tatsächlich. Ach, hier spawnen die Leute oder was an diesem Knubbel hier. Wollen wir den Knubbel mal kaputt machen, würde ich mal sagen. Okay, ich klopp mich jetzt mal ein bisschen mit NPCs, bis ich keine Muni mehr habe. Also wir sehen, das scheint einigermaßen zu gehen. Auch hier finde ich die CPU-Power beeindruckend. Weil bedenkt, das ist nur ein Dual-Core. Ich weiß nicht. Oh shit. In die Gesichter. Der Sturm wird kleiner. Oh oh. Der Schildtrank, ja, habe ich schon 100. Das ist extrem gut. Aber da muss man einfach nur drüber laufen. Das ist praktisch. Zack, zack, zack. Was ist das? Granatwerfer. Wunderbar. Ach, jetzt hatte ich irgendwas anderes gedroppt, gell? Sturmgewehr. Sturmgewehr war schon cool. Ach, Schockwellengranate braucht kein Mensch. Ich werde das jetzt auch nicht weiterspielen. Auch wenn ich gerade... Na, ich bin ziemlich weit weg vom Schlag. Das bescheinigt halt auch einfach mal wieder, dass die Ryzens gar nicht so schlecht von ihrer CPU-Leistung sind, wie sie mal gemacht werden, wenn sie gegen, auf 4,7 GHz oder 5 GHz getaktete Intels verglichen werden. Das sind jetzt nur 3,2 GHz und das entspricht halt schon dem Niveau, was man damals so hatte mit einem Core i3. Also als den Core i3 noch mit zwei Threads und vier Kernen, mit zwei Kernen und vier Threads gab. Ja, also vor drei Generationen oder was. Ja. Oh shit, das schießt!
Oder ist es ein Gegner? Aua, aua, aua. Komm, trink. Ach, muss man linke Maustaste drücken. Bin so verrafft. In diesem Game. Sind das Gegner oder nicht? Ich mach den Obelisten kaputt. Aua. Achso, das war ein hüpfender Gegner. Danke fürs Töten. Man sieht, da hat man auch gerade wieder so Spikes gesehen. Natürlich. 32. Das ist doch wunderbar. Dass das Spiel halt natürlich stockt. Und um erfolgreich zu spielen, ist der Prozessor, denke ich, einfach auch zu klein in der Kombination. Aber die Grundperformance war wesentlich besser. So, jetzt hauen wir richtig auf die Kacke und schauen uns doch das super unoptimierte PUBG an. Und dann sind wir fertig mit dem Video. Bis gleich. Hey, PUBG, ewig nicht gesehen. Ich zeige euch mal kurz, was ich eingestellt habe. Vollbild, Fenstermodus, Full HD. Ich habe ein mittleres Preset gewählt. So ein bisschen aus Rücksicht auf die CPU auch einfach. Wer schmeißt den ersten Apfel? Wir sind auf Sunhawk. Das ist natürlich tendenziell eine sehr anspruchsvolle Map. Von daher. Gucken wir mal. Hier wurde noch nie mit irgendeiner Waffe geschossen, geschweige denn überhaupt das Spiel einmal gestartet. Also von daher fällt wieder dieses Shader-Cache-Kriterium, welches ich schon 500 Mal erwähnt habe, natürlich hier gerade zu Lasten. Und wieder bin ich schwer überrascht, wie rund der erste Eindruck dann doch ist. So, runter geht's. Das Spiel ist so leise. Mal ein bisschen lauter machen hier auf den Ohren. Gucken wir nochmal. Also normalerweise ist das tendenziell auch etwas, was man eher so ein bisschen optimiert spielt. Sprich, man stellt das Laub runter und... Warte, wir machen das einfach mal. Wir sagen mal hier, Texturen können wir ruhig wahrscheinlich auf hoch machen. Aber wir stellen das Laub auf sehr niedrig. So, zack. Und dann gucken wir mal, was passiert. Jetzt habe ich ihm natürlich was angetan, da ich die Texturen jetzt hochgestellt habe. Aber gut, ich lande im Nirgendwo. Das ist ganz prickelnd. Und ich merke gerade, mir hat das Spiel ein bisschen gefehlt. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Man ist aber auch in letzter Zeit so zum Tryhard geworden und versucht dann immer alles zu geben. Gucken wir mal, wie es sich jetzt hier so darstellt. Ich erinnere mich noch, als ich es mit dem kleinen AM4 der ersten Generation probiert habe. Mit der APU, mit der integrierten Grafik auch. Gut, jetzt haben wir hier eine extra Grafikkarte drin. Aber auch da hatte ich mal eine extra Grafikkarte dabei. Und das war halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Abgewinkelter Handgriff dran. Ich weiß nicht, ob hier einer ist. So. Wir sind sogar in der Zone. So knapp. Wie ist eine M4? Die M4 mag ich sehr gerne, wobei die M16 nicht schlecht ist. Aber die M4 ist dann doch eher mein Favorit. Red Dot, da war wieder so ein kurzer Stocker. Man sieht das immer gut in diesem Diagramm dann auch entsprechend. Nochmal 9mm mit, eine Crowbar wegen der Sicherheit. Aber hier, er schiebt dann trotzdem so ab und zu auch auf 90 FPS tatsächlich. Na, endlich ein Helm. Ohne Helm brauche ich mich nirgendwo hinzuwagen. Wo wird hier geschossen? Hier unten, gell? Und vielleicht sehen wir ja jemanden. Also auch hier wieder positiv überrascht. So schlimm wie Rise of the Tomb Raider ist es jetzt nicht. In DirectX 11. Auf den ersten Blick. Und ja, Respekt für die Leistung. Respekt für die Leistung. Ich meine, macht die CPU, also ne, es macht die CPU besser als das, was man vielleicht bisher angenommen hätte. Also in Kombination mit einer Grafikkarte zum Beispiel und so. Aber es ist halt etwas, was nicht viel Zukunft hat. Ne? Das ist halt wirklich so eine Notlösung. De facto läuft der Athlon 200 GE natürlich auf allen Boards, die es bisher für den AM4 gab.
Vorausgesetzt, man hat ein aktuelles BIOS drauf. Also muss man im Zweifelsfall bei einem Geschäft kaufen, wo es das vielleicht gratis dazu gibt. JZ Elektronik zum Beispiel. Wäre jetzt so für den geneigten ASRock-Käufer eine Empfehlung. Ansonsten gibt es natürlich auch immer die Services vom Hersteller beziehungsweise von den Händlern, dass die dann BIOS-Updates machen. Oder man holt halt gleich eine B450 oder halt eine X470-Platine. Wenn man denn jetzt damit liebäugeln wollen würde. AMD bietet auch so einen Ausleihservice für CPUs an. Da muss man aber eine Kreditkarte hinterlegen. Und da ist nicht die Map, da ist die Map. Hier muss im Zweifelsfall jemand rüber, ne? Ich könnte mich hier natürlich ganz, ganz böse verstecken oder so. Aber ich sehe auch nichts. So erst recht nicht. Oder zum Beispiel MSI macht das auch, wenn du eine Rechnung hast, wenn du ein Board gekauft hast, das B350M Pro VDH zum Beispiel. Und du hast Pech, da ist noch nicht ein neueres BIOS drauf, was die APU unterstützt. Dann machen die das auch auf RMA-Anfrage mit einer Rechnungskopie natürlich, dass sie dir das kostenlos updaten. Dann hast du nur einmal den Versand und natürlich die Zeit, in der du das Board nicht hast. Aber gerade so, meiner Meinung nach, bei dem Athlon jetzt im Speziellen, den du jetzt sowieso nicht nochmal händisch großartig pimpen kannst, ist das eigentlich auch der perfekte Partner für die kleinen A320-Platinen. Nur die gibt es halt auch schon lange und der Großteil, der da draußen in den Händlerregalen liegt, wird den halt out of the box leider nicht unterstützen können. Ihr müsst natürlich auch dann darauf achten, dass der einen Grafikkartenausgang hat, wenn man dann halt die integrierte Vega natürlich benutzen wollen würde. Also ich bin positiv überrascht, wie sich das hier doch gibt. Hätte ich nicht gedacht. 55 am Leben. Ich sehe keine Sau. Vielleicht hockt hier einer und wartet auf mich. Das ist immer das Problem beim Solo. Eigentlich möchte ich ja gerne noch mal ins Gras beißen vorher, gell? Und ich muss doch über die Brücke. Knick in der Optik gehabt. Das ist cool. Dann kann ja vielleicht jemand auf mich warten da drüben. Na? Natürlich, es schiebt nicht in die hunderte FPS. Das ist das, was sich die Profispieler dann auch immer wünschen und so. Aber wir sind nicht am Limit. Es gibt jetzt keine gröberen, dauerhaften Hyperturbo-Aussetzer. Vielleicht finde ich ja noch ein Auto, kann damit durch die Gegend pacen. Da stelle ich mir dann eigentlich eher vor, dass wir mal wirklich so einen groben Stocker haben. Wobei sie das da haben wir so ein bisschen was. Habt ihr gesehen? Da sieht man die Spikes in den Frame-Times. Die Spitzen. Aber wenn man dann noch 16 GB RAM am Start hat, so wie das jetzt hier der Fall ist, dann läuft das Ganze eigentlich relativ rund. Gar nicht mal so übel. So, over the bridge, baby. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab noch nie Glück gehabt, dass ich ein Auto erwischt habe, wenn es so vorbeifährt, ehrlich. Verdammter Mist nochmal. Aber ich habe ihm wenigstens einen Reifen kaputt geballert. Dieser Mistkerl. Und jetzt lungert er auf, wartet er auf mich und schießt mich ab. Na, ist der irgendwo? Ich sehe nichts. Ich sehe auch sehr schlecht die Spieler in der Umgebung, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Während andere Leute dann schon sagen, hey, da ist doch einer, da ist doch einer. Ich habe da nicht so den Blick für. Ich glaube, der ist einfach weitergefahren, ganz eiskalt. Hat es noch so kurz gezogen. Ach, da ist doch wer. Das ist ja schick. Und der hat mich erwischt. Ich glaube, ich hatte aber auch keine Weste. Kubi sie getötet. Die Deathcam gucken wir uns noch an. Gucken wir, was da passiert. Ladezeit für die Deathcam. Bisschen Schaden hatte er. Ich denke, das wird der gute Mann gewesen sein, den ich da gerade mit dem Auto abgenervt habe. Aber muss nicht sein. Da hört er mich anrennen. No. Habe ich ihn gesehen. Naja, ein bisschen getroffen habe ich ihn. Immerhin. Läuft überraschend gut.
spannend. Spannende Kiste. Interessanter Prozessor. Lustiger Prozessor. Gar nicht schlecht. Mit einer RX 570 dabei. Man kann natürlich auch eine GTX 1050 Ti dabei zimmern. Die sind aber tendenziell meiner Meinung nach zu teuer. Also 150 Euro für eine 1050 Ti, da macht man sich, wenn man zocken will, einfach nur unglücklich. Also dann hat man entweder ein zu kleines Netzteil oder man will die Video-Enkodierungsfunktion von Nvidia nutzen, weil die besser ist als die von AMD. Okay, das ist wieder ein bisschen off-topic. Das war jetzt mal wieder ein Ausprobieren und generell muss ich sagen, Respekt und Anerkennung, was so zwei echte Ryzen-Kerne mit 4 Threads bewerkstelligen. Wie gesagt, Distance, 4 Stunden Stream fast, oder 3 Stunden Stream fast, so lang war es nicht. Findet ihr auf dem Ravioli Extras Kanal, wenn es da live geht. Weil es kann sein, dass das Video zu schnell da ist und das Video noch nicht da ist, aber ich werde es verlinken. Das war der Cracky von Ravioli. Danke fürs Einschalten, hat mir wieder Spaß gemacht und wir sehen uns demnächst wieder mit auf jeden Fall Content zur RX 570. Da habe ich nämlich noch ein bisschen was dazu beizutragen. Also, bis dahin, tschüss.